بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir fahren fort mit dem Kapitel des Fastens aus dem Buch Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Im gestrigen Unterricht haben wir über die ersten zwei Hadithe gesprochen, die der Autor nach den Regeln des Fastens erwähnt hat. Und zwar über den Hadith über die Person, die während dem Fasten vergisst. Was ist auf ihr, wenn sie während dem Fasten vergisst, dass sie fastet und dann ihr Fasten aus Vergesslichkeit bricht. Und ebenfalls haben wir über die Sunna gesprochen, dass man sich mit dem Iftar beeilen soll. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß gesagt hat, dass es den Leuten so lange gut geht, solange sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Und heute werden wir bi'idhnillahi ta'ala die nächsten zwei Hadithe anschauen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im nächsten Hadith: Tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Dieser Hadith ist muttafaqun alaihi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Nehmt das Suhur mal ein, denn wahrlich ist im Suhur Segen. Dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim verzeichnet. Mit dem Sahur ist die Mahlzeit gemeint, die man in der Zeit des Sahar einnimmt. Und das Sahar ist auf Arabisch der letzte Teil der Nacht. Und das Zu-sich-Nehmen von dieser Mahlzeit bzw. von dem Sahur ist Sunnah. Ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wie es überliefert wurde, zögerte das Suhur hinaus. Und zwar bis kurz vor Fajr. Und zwar wurde überliefert, dass zwischen dem Suhur des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Adhan von Fajr etwa Zeit war, um 50 Verse zu lesen. Das heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Suhur fertig war, bevor Fajr eingetroffen ist. Doch es ist erlaubt, weiter zu essen und zu trinken, und zwar bis zum Adhan selbst. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna Bilalan yu'adhdhinu bilayl. Gewiss ruft Bilal in der Nacht den Adhan. Fakulu washrabu. So esst und trinkt. Hatta yunadiya ibn Ummi Maktum. Esst und trinkt, bis ibn Ummi Maktum ruft, yani den Adhan ruft. Und aus dem geht hervor, dass in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam es zwei Gebetsrufe gab für Fajr. Es gab einen Gebetsruf vor Fajr und es gab einen Gebetsruf, wenn Fajr eintrat. Der erste Gebetsruf, wie hier beschrieben, von Bilal, war in der Nacht. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn Bilal zum Gebet ruft, dann esst und trinkt. Denn es ist euch erlaubt zu essen und zu trinken, denn er ruft in der Nacht den Adhan, nicht zum Eintritt des Fajr-Gebets. Er sagt: Esst und trinkt, bis Ibn Ummi Maktum zum Gebet ruft. Dann ist der Fajr eingetroffen. So wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. So esst und trinkt, bis der weiße Faden vom schwarzen Faden vom Morgengrauen sich für euch unterscheidet. Dann vervollständigt das Fasten bis zur Nacht. Das heißt, ab dem Fajr darf man nicht mehr essen oder trinken. Bis zum Fajr darf man. Ebenfalls heißt es weiter in diesem Hadith:
وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى. ابن أم مكتوم war blind رضي الله عنه، لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. ابن أم مكتوم war blind. Hat nicht zum Gebet gerufen, bis nicht zu ihm gesagt wurde, der Morgen hat dich erreicht, der Morgen hat dich erreicht. Das ist noch der Zusatz von einem Überlieferer zu diesem Hadith. Wenn jetzt jemand fragt, wieso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Zeit mit dem Suhur aufgehört? Wieso hat er nicht bis zum Adhan gegessen und getrunken? Die Ulama sagen, in dieser Zeit bereitet man sich für das Gebet vor. Man bereitet sich für das Gebet vor, die Notdurft verrichten, Wudu machen, allenfalls Ghusl nehmen, sich parfümieren, vorbereiten, dass wenn der Adhan ruft, dass man bereit ist, zum in die Moschee gehen. Das heißt, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es von der Sunna ist, die Suhur-Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und wann ist das? Im letzten Teil der Nacht, kurz vor Fajr. Dies ist von der Sunna und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, darin ist Segen. Tasahharu fa inna fis-suhuri baraka. Die Gelehrten sprachen über diesen Segen in dieser Mahlzeit. Sie sagten erstens, dass durch diese Mahlzeit der Fastende gestärkt wird. Der Fastende wird gestärkt durch diese Mahlzeit. Und jeder kennt den Unterschied, wenn er das Suhur zu sich genommen hat und wenn nicht, wie danach sein Fasten war. Ebenfalls sagen sie, dass derjenige, der für diese Mahlzeit aufsteht, der erreicht eine gesegnete Zeit. Und das ist der letzte Drittel der Nacht, in dem Allah subhanahu wa ta'ala auf den ersten Himmel herabkommt. Und in dieser Zeit ist der Dua erhört. Das heißt, derjenige, der vor Fajr aufsteht, um das Suhur zu sich zu nehmen, erreicht diese Zeit, wozu er Zeit hat, um zu beten, Dua zu machen und Allah zu gedenken. Von dem Segen vom Suhur ist es, dass derjenige, der für das Suhur aufsteht, auch derjenige ist, der Fajr in der Zeit betet. Und von dem Segen von dem Suhur ist es, dass es ein Widerspruch ist zum Fasten der Leute der Schrift, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Und zwar, dass der Unterschied zwischen unserem Fasten und ihrem Fasten die Suhur-Mahlzeit ist. Das heißt, wer diese Suhur-Mahlzeit zu sich nimmt, so widerspricht er den Leuten der Schrift. Dies ist ebenfalls vom Segen. Und all das, was erwähnt wurde, ist vom Segen. All das, was erwähnt wurde, ist Baraka und ist von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn jetzt jemand fragt, hier im Hadith heißt es Tasahharu. Und Tasahharu, haben wir gesagt, heißt, nehmt das Suhur mal ein. Dies ist ein Befehl. Und ein Befehl deutet darauf hin, dass etwas Pflicht ist, wie wir auch schon erwähnt haben. Wieso sagen wir, dass es Sunna ist und nicht Wajib? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, die Suhur-Mahlzeit zu sich zu nehmen. Wieso ist es nicht Pflicht? Welcher Beweis deutet darauf hin, dass mit diesem Befehl nicht die Pflicht gemeint ist, sondern das Erwünschtsein? Die Gelehrten haben erwähnt, dass der Hadith, der darauf hindeutet, dass mit diesem Befehl nicht die Pflicht gemeint ist, sondern dass es erwünscht ist, das Suhur zu sich zu nehmen, der Hadith vom Wisal ist. Was ist Al-Wisal? Wisal bedeutet, dass man durchfastet, mehrere Tage lang, ohne in der Nacht das Fasten zu brechen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte das zu tun, Al-Wisal, dass er mehrere Tage durchfastete, ohne in der Nacht etwas zu sich zu nehmen. Als die Sahaba dies erfuhren, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das macht, wollten sie ihm in dem folgen. Weil die Sahaba radiallahu anhu waren von den bestrebtesten Leuten, der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, tut das nicht. Ich bin nicht wie ihr. Allah nährt mich und tränkt mich. Doch sie beharrten, dass sie den Wisal mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen verrichten. Worauf er es ihnen erlaubte.
Und zwar so, dass sie nachher sehr Mühe hatten mit dem Fasten. Doch, Alhamdulillah, kam das Eid-Gebet. Yani, der Ramadan war vorbei. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu ihnen, wenn nicht Eid gekommen wäre, hätte ich es euch noch verlängert, weil sie nicht auf ihn hören wollten. Weil er gesagt hat, tut es nicht. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Al-Wisal gemacht und die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Al-Wisal heißt durchfasten. Nichts in der Nacht zu sich nehmen. Durchfasten. Das ist Al-Wisal. Das heißt, wenn es Suhur wajib wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht. Wenn es Suhur wajib wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Wisal gemacht. Und hätte es auch nicht mit den Sahaba gemacht, radiyallahu anhum. Die Gelehrten haben aber unterschiedliche Meinungen, was ist jetzt das Urteil von dem Wisal. Nachdem sie sich aber einig sind, dass Al-Wisal erlaubt war für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Wisal war für den Propheten sallallahu alaihi wasallam erlaubt. Doch sie haben unterschiedliche Meinungen, wie es mit der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Einige sagen, es ist verboten. Einige sagen, es ist makruh. Einige sagen, es ist erlaubt. Und die näheste Meinung oder die korrekteste Meinung ist, und Allah weiß es am besten, dass es makruh ist. Weil wenn es verboten wäre, hätte er es nicht zugelassen, dass die Sahaba es tun. Hätte es ihnen nicht erlaubt. Doch der Prophet hat es ihnen untersagt. Da wenn jetzt jemand fragt, im Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah nährt mich und tränkt mich. Wie kann es dann sein, dass es Wisal ist? Die Gelehrten haben gesagt, in Wirklichkeit war das keine richtige Nahrung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sich nahm oder beziehungsweise von Allah bekommen hat, sondern sie erklären es mit der Nähe zu Allah und mit der Liebe zur Anbetung, sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam weder das Essen noch das Trinken brauchte, sondern diese Anbetung war seine Nahrung. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Der nächste Hadith, den der Sheikh rahimahullah erwähnt hat, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ رواه الخمسة. Der Autor rahimahullah erwähnte die sinngemäße Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn einer von euch sein Fasten bricht, so soll er es mit einer Dattel brechen. Yani, wenn einer von euch das Fasten bricht, so soll er das Fasten mit Datteln brechen. Wenn er keine findet, yani wenn er nicht dazu in der Lage ist, das Fasten mit Datteln zu brechen, so soll er das Fasten mit Wasser brechen. Denn wahrlich, es ist rein. Yani, wahrlich, das Wasser ist rein, heißt es im Hadith. Mit diesem Hadith hat der Autor die nächste Sunna erwähnt. Und zwar, dass man das Fasten mit Datteln bricht. Dies ist ebenfalls von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in einigen Überlieferungen mit Rutab. Rutab und Tamr. Was ist der Unterschied zwischen Rutab und Tamr? Beides sind Datteln. Rutab sind die Datteln, die noch frisch sind, und zwar so, dass sie noch feucht sind. Und Tamr sind die, die getrocknet sind. Das heißt, die Gelehrten haben es in dieser Reihenfolge erwähnt. Und zwar so, wie es im Hadith, den wir noch erwähnen werden, erwähnt wurde. Das erste und das beste, mit dem man das Fasten brechen kann, sind Rotab. Das sind was? Datteln, die noch feucht sind. Wenn man keine hat, dann Tamr. Und das sind was? Getrocknete Datteln. Wenn man keine hat, dann Wasser. In dieser Reihenfolge. Und dies ist, wie gesagt, von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So wie Anas radiallahu anhu überlieferte, als er sagte, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. Anas radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte mit Rutab, yani mit den frischen, feuchten Datteln, sein Fasten zu brechen, bevor er betet. فَإِن لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتْ فَعَلَى تَمُرْ. Wenn es keine Rutab waren, dann mit Datteln, yani mit Tamr. Das sind getrocknete Datteln. فَإِن لَمْ يَكُنْ, und wenn es keine Datteln waren, keine getrockneten Datteln, حَسَى حَسَوَاتٍ مِمَّا, dann nahm er einige Schlücke Wasser. Einige Schlücke Wasser. Und dies ist von der Sunna. Es ist erwünscht, dass man das Fasten mit Datteln
beziehungsweise zuerst mit Rotab, dann mit Tamur oder dann mit Wasser bricht. Dies ist keine Pflicht. Die Gelehrten haben gesagt, das ist keine Pflicht. Egal mit was der Mensch sein Fasten bricht, es ist erlaubt und kein Problem. Doch die Sunna, das Erwünschte und das Bessere ist das, was im Hadith in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Autor erwähnt hat, und wie in seiner Tat es überliefert wurde von Anas radiallahu ta'ala anhu. Am Schluss sagte der Prophet in dieser Überlieferung, die der Autor erwähnt hat, فَإِنَّهُ طَهُورٌ, yani, dass das Wasser rein ist. Und die Gelehrten haben erwähnt, wie zum Beispiel Sheikh bin Baz, das bedeutet, dass das Wasser den Magen reinigt. Das ist die Bedeutung von diesem, von der Beschreibung des Wassers, dass es rein ist. Der Autor sagte, dieser Hadith wurde überliefert von Al-Khamsa. Und Al-Khamsa mit diesen fünf ist gemeint, Al-Imam Ahmed in seinem Musnad und Abu Dawud in seinem Sunan und At-Tirmidhi in seinem Sunan oder Jami' und ebenfalls Ibn Majah und An-Nasa'i. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Inshallah ist das für heute genüge und bi-idhnillah machen wir morgen weiter. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد